Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie, weiter geht's mit Valdemis. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ich bring's immer wieder. Und apropos einschalten, ich hatte mal in irgendeiner Folge gesagt, ich bringe euch einen riesen Brocken, Holotrio, ja, geht leider nicht wegen Speicherplatz. Und der riesen Brocken, der wäre Baldur's Gate 3 gewesen, ja, muss ich noch überlegen, ob ich es bringe und ja, wann ich es bringe, ne? Wenn überhaupt. Wäre noch Early Access gewesen, aber wurde mir mehrfach empfohlen, das mal zu zeigen. Ist jetzt eine kurze Abschweifung, naja, sei es drum, ihr wisst Bescheid, ne? Also warum, wieso und weshalb. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Wir heilen zunächst einmal ein paar Trefferpunkte. Ich baue jetzt hier mal eine Verteidigung auf. Und zwar eine Verteidigung der Stufe 2 nur. Es ist jetzt nicht so ein Gebiet, wo man eigentlich meint, es muss gleich überrannt. Es wird gleich überrannt. Deswegen reicht mir auch erstmal 2. So, die restlichen Trefferpunkte, die werden wir jetzt noch beim Scouten dann entsprechend heilen können. Also hier, dass hier eine Invasion vorbeiläuft, weiß ich halt nicht. Ich vermute übrigens, dass wir auch jetzt tatsächlich uns dem Kapitelfinale nähern. Und ich warne euch jetzt gleich, ne, wenn mir Caroline drauf geht, seid ihr schuld. Dann habt ihr nicht laut genug in die richtige Zeitlinie gebrüllt, um zu sagen, pass auf, Pancake, pass auf. Also die Gorgonen haben mir echt wehgetan und ich habe auch ein paar Punkte. Deswegen verhindere ich mal den hier. Das ist nicht so schlimm. Ich gehe hohes Risiko ein, meine Damen, meine Herren. Ihr seht, die Decks werden immer dicker von unseren Gegnern. Und ich möchte es mal erwähnt haben, wie gern hätte ich da ein rundenbasiertes Strategiespiel von dem Studio World Walker Games. Gerne mit den Fraktionen. Oder was ich auch eigentlich ziemlich witzig fände, wäre, liebes World Walker Team, wenn ihr irgendwann mal euch bereit erklärt, ich weiß, Balancing und so Sachen, mal was Neues hinzuzufügen. Ne? Ich fände auch mal, sage ich mal, eine böse Menschenfraktion als Monsterfraktion wäre auch interessant. Ihr würdet euch bestimmt verrückt genug Sachen ausdenken. Oder so, keine Ahnung, Hundekatzen, was weiß ich. Ich würde mich einfach über mehr Inhalt noch von dem Spiel freuen, weil es einfach ein tolles Spiel ist. Sven ist voll geheilt. Der Spieler. Oh nein. Oh, die Quest. Ich sag's euch gleich, es wird interessant. Eine der Waldpfade windet sich in den Sumpf, verschwindet zwischen Tümpeln und knotigen Wurzelstümpfen. Wurzelstümpfen, egal. Libellen verwirbeln die Luft mit ihrem Flügelschlag und ihren schwirrenden Kreisen. Mir ist schon klar, dass man auf diese Weise ein größeres Gebiet abdecken kann, aber ich wünschte, Nadja wäre mitgekommen. Dieser Ort ist irgendwie eklig. Hey, du trampelst ganz schön laut rum, wirkst auf mich wie ein leichtes Ziel. Ich erschrecke mich leicht, Sumpffrau, und ich hasse es, mich zu erschrecken. Hey, ganz ruhig, ich bin keine Gefahr. Mein Name ist Bela Fuchsfluss. Manche nennen mich auch die glückliche Bela oder die Frau, die das Glück verteilt. Einige nennen mich auch nur die Spielerin. Sehr viele Namen, die du da mit dir herumträgst. Sind wir uns deswegen an einem Ort wie diesem begegnet, weil du dich von der Welt zurückziehst? Nein, nein. Ich habe meine Familie, zu der ich bald zurück will. Dieser Sumpf ist nicht besonders gefährlich und das hier ist der kürzeste Weg. Bela zieht ein kleines, mit glänzendem Messing beschlagenes Kästchen hervor. Sieh her. Sie stellt es vorsichtig auf den Stein. Diese zufällige Begegnung erinnert uns daran, wie flüchtig das Glück ist. Das hier ist ein Wettkästchen. Wie wäre es, wenn wir zwei Fremden hier im feuchten Moor eine Wette eingehen? Das klingt super seriös, Leute. Macht das direkt, unbedingt mitmachen. Das Spiel besteht darin, den Inhalt zu erraten und dein Einsatz ist dein Wort. Wenn du falsch liegst, bezahlst du das, was du geraten hast. 70%. Huiuiui, dann sage ich etwas Gebrauchtes, ein Schmuckstück. Also ich nehme das mit
70%. Die Essenz des Lebens selbst, das kann sehr gut, aber auch sehr schlecht sein. Da wäre ich vorsichtig mit, Leute. 50-50 seht ihr auch. Nichts, die Kiste ist leer, habe ich noch nie gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich nehme jetzt einfach mal bei ihm so, dann sage ich etwas Gebrauchtes. Ein Schmuckstück. Ein Schmuckstück, sagst du? Oder irgendein abgenutzter Gegenstand. So wie eine Brosche der Ritterlichkeit hier. Also, dann öffne es. Sven klappt den Deckel auf. Klick! Und entdeckt im Inneren einen kleinen Schatz. Wirklich ausgezeichnet geraten. Ich bin schwer zu täuschen. Sicher, dass du dich davon trennen willst? Du hast es gespielt und gewonnen. Das sind die Regeln. Außerdem war es nichts, was mir besonders wichtig war. Habe es im neuen Feld von einem hopfenfanaten Händler gewonnen. Wir haben gewettet, wer mehr Brot in den Krug des anderen werfen kann. Hey, wie heißt du denn eigentlich? Hast du das schon gesagt? Sven Ackermann, ist das keine Bierverschwendung? Natürlich nicht. Danach haben wir es getrunken gegessen. Lebe wohl, Sven Ackermann, auf dass das Schicksal uns irgendwann auf einen Drink zusammenführen möge. Geil. Er hat ein Accessoire gegeben, das 07 Macht. Ja, Angriff mit Geistbandfähigkeiten spielt auch eine Rolle für andere Sachen. Er hat halt jetzt schon was, dann geben wir es halt einfach Caroline, weil jeder hat schon irgendwie was im Team. Meine Güte, ja. Ja, hier, nimm den Blunder von Sven und ja, sei glücklich. Apropos glücklich sein, was fehlt uns noch ein bisschen zum Glück? Stoff, und zwar massiv. Ja, Kernholz und Stoff. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht um Legendenpunkte rumkommen. Dann hol mal ein Dreschhaus, bitte. Baut ein Dreschhaus auf, ihr Faulpelze. Uiuiui. Gut, wollen wir das Finale angehen? Also es müsste es sein. Finde Borkengrün Windrad. Mhm. Los geht's. In der Ziegensteppe ist das. Okay, cool. Ist auch überrannt, das heißt, die Gegner werden stärker sein dort. Ja, und da ist der Goldrand, das heißt Kapitelfinale, greife das Borkengrün Windrad an. Na gut, von mir aus. Sind wir bereit dafür? Kapitel 2 von 5, Finale. Besser wird die Gruppe, glaube ich, nicht. Ab da werden jetzt unsere erfahrenen Helden im nächsten Kapitel doch etwas alt sein und dann vielleicht schon die ersten Schwächen zeigen. Das Spiel ist da so gestrickt. Wir sind mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Die Hügelfestung erwartet uns. Okay. Von den Wellen auf der Hügelkuppe lässt sich mühelos beobachten, wie sie sich nähern. Sie wurde von Xianer kastenlich erbaut, angeblich um Angreifer aus den Westlanden fernzuhalten, ganze Armeen. Schwer vorstellbar irgendwie, aber jetzt hat sie den Besitzer gewechselt, jetzt müssen wir sie belagern. Schwupp. Zu schade, dass er nicht besser funktioniert hat, dann wäre es hier heutzutage sicher mehr als nur Wildnis. Noch bevor die Dämmerung das Land gänzlich umhüllt hat, beginnt der Kampf. Wow, ich habe mich um eine ewig lange Geschichte, glaube ich, mich erfreut, aber es ist nicht so. Dafür haben wir das hier vor uns. Oh mein Gott, Leute, stellt euch auf einen richtig langen Kampf ein. Hilfe, Bluthirsche, erhebt seine mächtigen Arme und seine Wut entbrannten Artgenossen, stürmen hervor, Sten, ihr Beschwörer. Wow, ernsthaft, uff, 14 Gegner, 5 gegen 14, tja, was tun in der Unterzahl, ich würde sagen, wir kontern mit Qualität, das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist so, also dann, wollen wir mal, gehen in den Wachmodus, du gehst in den, am besten wäre es aber, dass du das so machst, dass du an der Tür stehst, bitte, in den Schattenschritt. Du gehst bitte hier in den Schattenschritt. Und du, meine Liebe, wartest einfach dort. Nächste Runde. So, einer von euch darf die Tür öffnen. Das wird aber diesmal, ich glaube, sie sein. Ha, moin! Ja, das ist ja mal nett. Ich grüße euch. So, sie hat eine Axt, um Rüstung zu zerfetzen. Dann
mach mal bitte, dass wir Flanken bekommen und dass du ein bisschen Deckung hast. Und Rüstung weg. Dankeschön. Die Gorgone finde ich gar nicht witzig. Gar nicht witzig. Wir werden ein... Ja, warum nicht? Wir bringen jetzt schon das Feuerhuhn. Wir machen jetzt schon den Schuss. War blöd, andersrum wäre besser gewesen. Erst zu schießen, ne? Und dann das zu machen, aber nö. Feuerposition und Schuss. Und tschüss, Gorgone. Hätte ich eine Aktion mehr gehabt. Naja, was weiß ich schon. So bleibt's spannend. Mit Bencake ist rundenbasierende Strategiespiele immer besonders spannend, weil die Schwierigkeitsstufe doch etwas höher ist. So, Geistband hier mit dem Feuer bitte. Hab da was vor. Dann bitte einmal eine springende Flamme hier auf den Waschbär. Der soll ordentlich brutzeln und möglichst nicht mehr leben. Wenn ich gleich mit ihm fertig bin, bin ich mit ihm fertig, ne? Klar. Ich gehe am besser. Lalelu. Ach komm, wir greifen ihn einfach quer an. Zack. Feuer hätte ihn auch gekillt. So ist es nicht. Er hat kein Magieschild, von daher ist Feuer gegen Waschbären sehr, sehr nützlich. Okay, wir machen wieder das gleiche Spiel. Ran an das nächste Tor. Was für eine Belagerung hier, muss man schon sagen. Wir brechen also sozusagen einfach direkt ein, ohne irgendwelche Maßnahmen. Kein Tunnel gebaut, kein gar nichts. So kennen wir das. Wir gehen am besten hier hin. An der Lampe gibt es einen Feuerschritt, wie ihr sehen könnt, und auch Feuerpfeile. Die kann der dann nämlich anzünden, der gute Dude. Wir gehen gleich wieder in den Schattenschritt. Die Möglichkeit bietet uns einfach das Tor. Zwei Gegner schon mal hier aus der Gruppe, die jetzt einfach mal weg sind. Das ist super gut. Ja, reduziert die Anzahl der jetzt noch vorfindbaren Feinde auf 12. Und da haben wir diesen Feinherr hier, der kann Odem. Das ist ein Magieschaden mit Reichweite 6, 4 bis 5. Der kann tosendes Blut, 5 bis 6 Magieschaden. Geht mit einer schnellen Aktion ein Geistband mit einem Reh, einem Waschbär oder einem Wüter ein und lässt das Ziel explodieren, sobald es sich in der Nähe eines Gegners befindet. Okay. Der Bartoth. Und vor uns direkt halt noch so ein Geist. Aber den wollte ich einfach mal übersehen, ne? Ufts. That's very, very unschön. Dann einmal bitte. Herum die Dumm. Okay, da haben wir ein Reh, das explodiert, das man explodieren lassen könnte. Eine Rüstung wurde zerfetzt. Lodido, das finde ich super. Dann. Du fliegst sogar direkt in seinen Rücken. Na, dann entscheide ich mich doch da dafür. Dann donnernder Schlachtruf. Du wirst schon mal gar niemanden holen. Nicht in dieser Runde. Ja, bekommt es erstmal Angst, ne, vor dieser Krähe. Dann hauen wir dem mal ordentlich eins in den Rücken. So, der würde den töten. Du würdest auch. Jawollo. Ein schwerer Gegner, schon mal weniger. Muss mal ein bisschen rauszoomen. Da hinten haben wir nochmal die Kaff. Hier haben wir auch nochmal den ihre komische... Leichte Inf. Wie weit kommst du denn? Du hast 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt, da genau dürfte ich mich halt nicht hinstellen. Das ist klar. Mystikus. Und du darfst, wie lang? Ja gut, dann müsstest du sprinten. Das ist mir eigentlich egal. Oh oh. Das war jetzt nicht so gut. Das war nicht gut. Das wollen wir anders machen. Hey, das aus. Wie weit kommst du, Sumpfschildkröte? Ah ja. So, dann hau dir mal schon mal... Hier, fang dir mal an schon zu brutzeln. Ich will einfach diesen Schweinepriester
nicht viel Möglichkeiten geben. So, improvisierter Feuerball. Darf sie sich da noch bewegen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob sie sich da noch... Aber es war... Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, 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 das Risiko ist mir zu hoch. Ich ziehe mich zurück. Das ist mir zu hoch. Nachher darf sie sich wirklich nicht mehr bewegen. War ein bisschen ärgerlich. Hallo, Sumpfschildkröte. Hallo, andere Sumpfschildkröte. Das war der Bruder, deine Schwester oder sowas. Ja, jetzt brauchst du nicht die Leute alarmieren. Ich glaube, jetzt sollte klar sein, wie es hier aussieht. Tschüss, Bartot. Ein Problem, zumindest für eine Runde weniger. Es kommt wieder. Wow. Schande. Also ich sag's einfach, wie es ist. Egal, wie rum ich es jetzt mache, ich bin in einer furchtbaren Situation, weil ich halt völlig umstellt bin vom Feinden. Das ist einfach so. Da gibt's jetzt nichts schön zu reden. Das ist aber auch, glaube ich, der Moment, wo wir vielleicht dafür sorgen sollten, dass ich meinen improvisierten Feuerball werfe. Wie viel Reichweite hat das denn? 2 Felder nur. Boom! Das hat jetzt mal wenigstens gesessen. Und sie darf danach keine weitere Aktion mehr machen. Okay. Good to know. Ne, dann mache ich ein Undo. Das hat mir nicht gefallen. Das wollte ich so nicht. Bringt mir nichts, wenn er nicht richtig Schaden macht. Okay. Na, null Schaden, ja. Das Gift hat nur darauf geschmuddert. Da bin ich echt in eine beschissene Situation geraten. Oh, wow, 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 wow. Okay. Alle auf eine. Also, maximal rausgeholt. Ist so. Das ist das, was ich meine mit der KI. Oh, passiert da nichts mehr. Das ist das, was ich meine mit der Wildermiss-KI. Ne? Sie sind jetzt halt wirklich komplett auf die Mary losgegangen. Eiskalt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. So wie sich das gehört. Aber gut, wir müssen jetzt ein bisschen was tun. Sonst sind wir hier ganz schnell raus aus der Nummer. Wir können uns nicht mehr so defensiv da hinten so reinbuddeln, sage ich jetzt mal. Das funktioniert natürlich dann nicht mehr. 47 ein bisschen zu wenig. Hier ist natürlich zu viel. Hier wäre ein guter Schuss. Und jetzt brennt die ganze Bude. Ein Teil meiner Aufgabe ist damit erfüllt. Mary braucht sich ja vor dem Feuer nicht zu fürchten. Wir nehmen jetzt Geistband hier mit. Und jetzt wird es nochmal springend fröhlich. So, und dann lassen wir einfach mal Wildermiss brennen. Warum? Weil ich es kann. So. Du fliegst mir bitte dorthin. Und machst mir die Sumpfschildkröte kaputt. So. Ich kann, egal warum ich stehe, es nicht schaffen mit der Caroline. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Das ist ein bisschen bitter. Dann stell dich da hinten hin und tu halt einfach nichts ärgerlich. Hallöchen, Bluthirsch. Ruf des Hirschkönigs. Ja, genau das ist das große Problem an dem Biest. So. Aber das Level brennt auch wie noch was. So, Geistband. Geistband. Da oben rein. Springende Flamme darüber.
Brenne. Wesen. So. Aha, da bist du also hin. Ja, wir haben es echt geschafft. Ist ein Teil meines so perfiden Plans. Geht jetzt so langsam in Erfüllung. Und zwar versuche ich natürlich, meinem Gegner so viel Schaden zu machen, wie nur irgend möglich. Indem ich halt wirklich alles in Brand setze. Das ist ganz einfach. Wenn die kein Magieschild haben, müssen die halt einfach durch meine, ja, wie soll ich es nennen, jetzt die Flammenwand durchgehen, ne? Und ja, ich hoffe damit, mir einen kleinen Vorteil zu verschaffen, nur Nachteile, ne? Pups, weg damit. So, Sven und Mary stehen aber trotzdem, oder nichtsdestotrotz, hundsmiserabel da. Die können in der nächsten Runde relativ gut attackiert werden, ne? Relativ. Ja, wir müssten uns auch ein bisschen mit der zurückziehen. Oder mit denen beiden zurückziehen, dann ist das okay. Ich würde sagen, Sven, du gehst schon mal aus der Pampe hier raus und hältst hier Wache. Und du gehst hier auch aus der Pampe raus. Der Feuerkegel, der reicht jetzt natürlich nicht und hältst hier auch Wache. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die KI mit dieser brenzlichen Situation macht. Ich schränke halt alles, was kein Magieschild hat, in der Bewegung ein und so weiter und so fort. Batz. Gut. So, wenn sie ihre Fackel einsetzt, dann ist das auch fertig. Es wäre aber, durch das, dass die alle kein Magieschild mehr hatten, eine richtig böse Sache. Wie kommen wir denn da? Ja, die könnten wir doch mal gut brennen lassen. Ja, das macht Spaß, dass die jetzt plötzlich alle fackeln. Leute, das ist wirklich so. Das macht wirklich Spaß. So, dann fliegst du mal hier rüber. Und wirst jetzt Folgendes tun. Du haust mir den Wüther hier raus. Das sind echte Damage-Dealer. Ist gar kein Spaß mit denen. Caroline, du schießt mir mal da hinten drauf. Och, das hätte besser gehen müssen. Was ist denn das jetzt? Geistband, bitte dann. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Mit dem... Geht das nicht da hinten? Doch, mit dem Feuer da hinten. Und dann springende Flamme bitte einmal hier runter. Okay, wir haben eines dieser, ja, Beschwörungsviecher jetzt zumindest mal losbekommen. Das ist ganz nett. Würdest du von hier aus ihn noch treffen? Nee, das würdest du natürlich nicht, ne? Von hier aus würdest du ihn treffen, würdest du auch darüber gehen können. Aber das sind die beiden in großer Gefahr. Das kann ich eigentlich, wenn ich jetzt die Waffe wechsle, was habe ich denn da? Messer werfen als freie Aktion. Werf mal. Na komm schon. Wieso darf ich von hier aus nicht mit meinem Dolch zuschlagen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist egal. Hoffen wir mal das Beste für Caroline. Befürchtet Schlimmes. Okay, das... danke. Einfach mal ein freundliches Autsch. Danke. Dinge, die mir die Gesundheit wieder hochziehen würden, wäre ganz nett, weil wir sind jetzt echt blöd umstellt. Naja, ich habe es ja auch so gewollt ein bisschen. Erstmal dieses Reh hier weg, das gefällt mir gar nicht. So, wir müssen irgendwie es versuchen, dass uns es gelingt. Da hinten den, diese Bedrohungslage loszuwerden. So, Caroline, du kannst... Caroline, sage ich. Mary, du kommst bis hierhin, aber dann nicht mehr weiter an den Rand, ne? Ich probier's. Wow. Da habe ich mich jetzt aber, ja, vertan. Patz. Friss das.
Gut. Gudi, gudi, gudi. Ja, Spannung steigt im Stadion. Kam der direkte Angriff, okay. Die sind noch zu weit weg, um richtig Wirkung zu entfalten. War hochriskant mit Mary. Aber ich wollte nicht, dass der Bartot in die Wirkung kommt. Jetzt übrigens, ne, seht ihr, was gerade passiert ist? War ein Fernkampf auf einen unserer Freunde. Da kam direkt der Konterschuss. Und dabei, das Feuer schon wieder, ist noch größer geworden. So, reicht es für sie, jetzt mit einem Schlag den Platz zu machen? So wie ich das verstehe, ja, ne? 7 Schaden. Ja, genau. Nice. Was eine Heldenaktion von Mary. Was eine Heldenaktion. Spielt mal das Szenario durch, was die gerade eben getrieben hat. So, du könntest fliegen. Und zwar fliegst du mir hier hin. Und piekst dem einmal fröhlich, aber bestimmt hier hinten rein. So ist richtig. So, du machst ein Geistband mit diesem Feuer. Und wirst diese springende Flamme, bitte. Diese hier, ja. Hallo? Springende Flamme. Gibt's da keine Auswahl mehr? Hier rüberziehen. Heieiei, noch ein. Und da hinten hat sich schon wieder ausgebreitet. Ja, wie schön. So, wie kriegt man das jetzt am besten geregelt? Schieß, bitte, Stunt. Menno. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch dich hier. Du könntest. Sven steht jetzt halt echt beschissen alleine da. Ich glaube, ich muss ihm helfen. Wie viel Schaden machst du nochmal, Gorgone? Wenn ich mich hier hinstelle, ist aber Philipp natürlich mit 2, 4, 6 und einem Schild gefährdeter als Sven. Ich will aber Sven nicht einfach so... Komm. Der Gorgone ist echt vorne im Nahkampf. Okay. Mit Philipps Schuss hat's einfach gereicht. Hoffentlich gefällt euch diese, sage ich mal, dieses feurige Erlebnis mit Bencake und, ja, diesem tapferen Helden. Ich muss sagen, mir hat's Spaß gemacht. Es wird aber durch das viele Feuer natürlich auch etwas unübersichtlich. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber damit er seinen vielen Schaden raushauen musste, musste er gehen. Ich habe mich aber halt verzählt. Ich dachte, es reicht ihm noch, trotz dem Schaden von Philipp. Aber genau das war halt eben nicht der Fall, weil durch dich wieder ein Feuer auch gespreadet ist und solche Sachen. Dadurch sind wieder Schaden entstanden und sobald er sich bewegt hat, hat er ja jedes Mal Schaden bekommen. Und das ist halt das, let it burn. Du kannst es benennen, dann kann es auch brennen. Ganz einfach. So, wir werden auch hier den, wow, Überraschung, entschlossenen Sprung zusätzlich nehmen. Wow. Wow. Oh, es ist gemein. Ich habe 2 coole Fähigkeiten für Mary bekommen. Was soll ich denn jetzt machen? Unberührbar ist auch gut. Also Upgrade lebender Kamin. Wann immer Mary sich auf einem Feld mit einem Feuer befindet, erhält sie Macht plus 1. Die Fähigkeit Feuerkegel erhält dann plus 2 Reichweite. Ich kann das noch weiter übertreiben. Oder ich mache den Beschützer besser. Wenn ein benachbarter Verbündeter im Nahkampf angegriffen wird, führt Mary einen Nahkampfangriff als Gegenangriff durch, was auch sehr gut ist. Aber wisst ihr was? Ich lasse es brennen. Ich will die Welt einfach endgültig brennen sehen. Umgeben von muffigem Geruch verbringen sie eine täuschend lange Zeit damit, durch die Gänge der Festung zu wandern. Das hier ist vielleicht die Konzeptzeichnung. Alle großen Bauwerke wurden zuerst mit Stift und Papier erbaut. Oder lassen sich so spielen, ja? Damit immer wieder neue Dinge zu entdecken, dass sie
in Erstaunen versetzen. Damit man immer wieder neue Dinge entdeckt. Na egal, ich will da jetzt nicht, egal. Von hier oben betrachtet erscheint die Welt uralt. Irgendwie ist es schon eine Belagerung. Ja, irgendwie schon. Die Sonne wird noch viele Male über die unzähligen alten Mauern und Dächern untergehen, bevor neue Schatten die Helden wieder zu den Waffen rufen. Uiuiui. Ja, wow, krass. Also, es folgen 10 Jahre des Friedens. Cool. Weiter. Was passiert? Die Gegner verlieren den Bartos. Ja, damit kann ich auch insgesamt leben. Auch das Waschbär-Upgrade hier, das ist, ja, das ist okay. Während des Friedens. Oh, die Geschichte mit den Kühen geht weiter. Nadja hatte recht gehabt. Neue Kühe würde es immer geben. In einem Frühling nahm sie Rotlors Einladung an und besuchte die frisch geborenen Kälber. Guckt euch mal an, wie süß das ist. Nicht wahr? Ach Gott, ja. Diese Kühe, die leben gut, ne? Da könnt ihr die Milch euch holen und sowas, ne? Das ist in Ordnung. So sollten die in einer Herde, im Freien, im Grünen, Unterschlupf haben und sowas, wo sie sich aber Hitze zurückziehen können und so, ne? Ja, das ist okay. Diese Tierhaltung finde ich in Ordnung. Diese Tiernutzung, ja? Über das Standard in Deutschland sprechen wir nicht, weil da bricht euch das Herz. Also wenn ihr sowas wie ein Herz noch habt. So, Sven und Caroline wurden von einem reisenden Mann angehalten, einem Bewohner des kleinen Dorfs im alten Entenmorast, an dem sich einst der Gewaltige gelabt hatte. Er dankte ihnen erneut davor, das Monster bezwungen und damit die dunkelste Zeit in seinem Leben beendet zu haben. Diese Neuigkeiten beruhigten einige von Svens Sorgen. Einmal wurde Sven von einer efeu gekleideten Frau besucht. Der Geist gab Sven 3 Schicksale, zwischen denen er sich entscheiden konnte. Nach langer Introspektive wurde schließlich eins davon gewählt. Jetzt, wo in der Muschelaue-Gerberei wieder starkes Leder produziert wurde, wurde das Leben für alle viel angenehmer. Erst, wenn kein Leder mehr da ist, fällt einem auf, für wie viele Sachen man es eigentlich braucht. In der Tat. Caroline fand im Pflanzen von Bäumen eine entspannende Freizeitbeschäftigung. Danach kehrte sie stets mit leichtem Herzen und einem sanften Lächeln nach Hause zurück. Philipp, Links Sohn, ist nun alt genug, um selbst Abenteurer zu sein. Den werde ich noch umbenennen. Geil. So, Philipp bringt einen Sohn mit, einfach. Ein Krieger, wie ihr sehen könnt. Finde ich super geil. Was für ein tolles Spiel. Wenn wir ins 3. Kapitel gehen, haben wir einen Krieger dabei. Der ist alt genug. Ja, gut, jetzt mache ich den nicht. Mache ich dann zwischen den Folgen. Wir haben schon einen mit dem donnernden Schlachtruf. Wir nehmen die Wachsamkeit. So, Philipps Sohn, scharfe Sinne ermöglichen es ihm, bis zu 2 Gegenangriffe pro Runde durchzuführen. Transformation der Fuß. Es gibt ihr Geschwindigkeit weg, aber Magieabwehr dazu. Das finde ich geil, ich will ihren Fuß brennen sehen. So, was hat man denn hier? Nochmal ein bisschen Gesundheit weg, dafür Magieabwehr. Ja, ich wollte doch einen Krähenkrieger haben, den nehme ich jetzt auch. Ich finde es irgendwie cool, Leute, ich weiß nicht. Ich finde es echt cool, was aus dem Sven gerade wird. Ich war ja nicht so überzeugt, aber diese Fähigkeit mit den Schwingen, ne, mit dem Ausweichen und dann nochmal flexibler zu sein, dann später noch entschlossen springen zu können, das ist schon ein ganz besonderer Typ hier. Und das macht das Spiel auch so aus. So, wir kriegen noch mal mehr Blocken, nochmal ein bisschen Geschwindigkeit. Ja. Das kann man mal machen. Ich meine, ne, Philipp? Eine tolle Sache. Sehr geil. Okay, ich drücke mal kurz Pause und sag euch, was ich dann gecraftet habe, weil die Zeit ist schon drüber. So, das hat mich ganz schön Zeit gekostet, aber wie sieht's aus? Also, sie ist tatsächlich leer ausgegangen, Caroline. Sie wird weiter ziemlich unterstützen. Sie ist beim nächsten Mal dran, dass ich Sachen mache. So, aber wir haben massiv investiert und zwar zunächst einmal hier die Axt der Feuerzungen habe ich jetzt hier zum Beispiel bei ihr drauf gepackt. Das heißt, ich hatte jetzt eine Stufe 2 Feueraxt bekommen, was ich wichtig fand. Als nächstes haben wir den Inferno-Stab hier bei Nadja dazu bekommen. Das bedeutet auch hier mehr Schaden insgesamt. Leer aus geht auch erstmal
Odin Links, tada, tada, soll ja auch passen. Und das Kanalmitglied Odin darf jetzt hier sich mit Links sozusagen vereinen. Zunächst einmal, vielleicht wird es auch später mal im Verlauf verändern, aber er ist auch mal fleißig dabei. Und deswegen darf Odin jetzt uns bis zum Ende der Kampagne auch nochmal stützen. Da muss ich mal gucken. Also der wird, das ist doch nicht das letzte Wort hier gesprochen. Da wird noch viel Arbeit sein, den ein bisschen aufzupäppeln und was mit ihm zu machen. Wie was ich dann spiele, werde ich noch entscheiden. Aber auf jeden Fall, der wird noch eine tragende Rolle spielen müssen. So, Philipp, der hat richtig viel bekommen. Philipp hat zum einen eine bessere Ausrüstung bekommen, um halt besser ausweichen zu können und so weiter, mehr Magieabwehr und so. Und er hat auch halt hier jetzt leider das Lied des Feuerrufs, hab's vergessen umzubenennen, jetzt heißt es noch Regenrufs, egal. Ja, oder ich wollte den Glutrufer nennen, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich ja nochmal die Chance, hier das ein bisschen zu verändern. Also das hat er bekommen. Und weil ich das so interessant finde, habe ich jetzt auch hier Folgendes gemacht bei Sven. Der hat jetzt einen Feuerspeer bekommen, der Pflock der Flammen. Und der hat von mir die bessere Rüstung nochmal bekommen, die ein bisschen mehr Panzerung macht und ja, mehr Ausweichen, ein bisschen mehr Stunt auch. Hat den Grund, dass der auch wirklich dann vorne drin ist, unser Krähenkrieger. Ja, ist jetzt halt so ein bisschen noch außer der Reihe, könnte man fast schon meinen, aber ihr merkt jetzt schon, bis auf diese Dame hier mit ihrem Feuer, mit ihrem Wasserbogen, ne, haben wir nur Feuerwaffen durch die Bank. Und ich wollte schon immer mal spielen in dem Spiel, so völlig übertreiben. Freue mich, dass es jetzt mal in die Richtung läuft. Und ja, ihr seht ja, was jetzt schon in Kapitel 2 von 5 angerichtet worden ist. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Und das zeige ich euch jetzt noch. Okay, Kapitel 3 Finale. Weiß ich schon, um was es geht. Ich verrate nichts. Ich lese es euch schnell vor. Da draußen in der wilden Weite, wo die Dunkelheit ihren Anfang nahm, gab es eine Bäuerin, ein karges, felsiges Stück Land bestellte. Hat gesagt, dass es einfach aus heiterem Himmel passiert ist. Überall in der Region tauchten kranke Wildtiere auf. Und ihr war klar, dass jeder Versuch, sich weiter an diese Wesens anzunähern, den Tod bedeuten würde. Also kam sie zu uns. Aber ich war gerade im Überlegen, meinen ganzen alten Kram zu verkaufen. Könnte einiges einbringen. Und danach wollte ich... Na? Okay, doch nicht. Nein, ich hab's übersprungen. Eine Dunkelheit über irgendeinem Berg und wir müssen dem Geheimnis auf hinterhergehen. Es aufdecken. Oh Gott, wie peinlich. Das ist mir auch noch nicht passiert. Aber jetzt kann ich nicht mehr zurück, wenn diese Geschichte ist. Da wollte ich nur überprüfen, ob ich nichts übersehen habe und kill einfach die ganze Story. Aber das ist alles meine Art von Let's Play. Ich schneide nichts, ich mache nichts nochmal neu, ich lade nicht nochmal neu, ihr seid live dabei, shit happens einfach, okay? Alles klar, gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Kapitelfinale gefallen. Wenn es so ist, dann bitte einmal ein Like raushauen und wer es noch nicht hat, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Kapitel wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ciao, ciao.